Und damit, meine Freunde, herzlich willkommen zu dem ersten neuen Oras Wi-Fi-Kampf. Wir spielen gegen den lieben It's Kiho auf Twitter. Link zu seinem Profil ist in der Videobeschreibung. Auch bekannt als der Thomas. Beziehungsweise als Thomas, nicht als der Thomas. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir machen einen NU-Kampf. Und mein Team werden wir gleich sehen. Datenübertragung wird ausgeführt. So, Kampf beginnen. Wir nehmen unser Kampfbox-Team und das sieht so aus. Wir haben Vivillon, was auch immer. Das typische mit Schlafpuder und so. Da haben wir ein Toxic Orb Guts Flamara. Wir haben Galagladi. Eigentlich habe ich nur wegen dem ein NU-Team gemacht, denn ich finde es ziemlich cool, dass es NU ist, auch wenn es eigentlich lange bleiben wird. Dann haben wir unser speziell defensives Mon, das Landhorn. Wir haben das Regirock, das wir auch aus der TPL kennen, das heißt mit speziell defensivem Investment. Und wir haben ein Zwerfinst. Ein physisch offensives Zwerfinst. So, schauen wir mal, was er dabei hat. Er hat ein... nicht Leufeo. Die Weitermenge von Leufeo. Wollte ich auch zuerst mitnehmen, aber dann ist mir aufgefallen, ich habe mir noch gar keins gezüchtet. Dann Elesat, glaube ich, Granbull, das andere Geistpflanzending, das keiner spielt. Capoeira und Avalak. Das werde ich mir diesmal sogar aufschreiben. Wir haben Avalak. Wir haben Capoeira. Wir haben Kürbis. Wir haben Granbull. Wir haben Elesat. Und wir haben Mufasa. So, wir liegen ganz stumpf mit Vendetta, unserem Vivillon, denn er hat nur eine Sache, die er in das Vivillon reinschicken kann, wenn er nicht einschlafen will. Außer vielleicht er hat was mit dem Choice Scarf, aber davon gehe ich nicht aus. Das bedeutet, eins seiner Pokémon wird einschlafen oder er muss den Kürbis nach vorne schicken. Und wenn er das macht, dann können wir einfach First Turn auf den Dingenstanz gehen. Auf einen Falterei. War das Falterei? Ich glaube Falterei. Ich hoffe übrigens, ich weiß, dass von da ein bisschen. Von da ein bisschen viel Licht kommt von der Seite. Aber mein Hund liegt ja gerade und genießt die Sonne. Und ich möchte ihn deswegen nicht wecken. Er schiebt Gladstone rein. Okay, meinetwegen. Und er hat Bedroher. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass er Frühwecker oder Insomnia oder so hat, aber er hat Bedroher. Und ja, ich höre nebenbei Musik, das habe ich mir von Tim geklaut. Prediktet er jetzt den Schlafpuder? Das ist die Frage. Das Schlafpuder. Wir gehen auf den Falter rein. Ich hoffe, dass er das Schlafpuder prediktet und auswechselt. Das wäre nämlich für uns gerade so ein bisschen der Optimalfall. Denn dann könnten wir einfach auf den Falter reingehen und haben uns dann geboostet. Schlimmstenfalls habe ich immer noch den Focus Sash drauf. Denn der scheint mir ganz sinnvoll zu sein. Er wechselt hier aus. Das ist sehr gut für uns. Wechselt in Beyblade. Das ist sein Capoeira. Ich meine, er kann uns gerne weiter bedrohen. Das Lustige ist, zuerst hatte mein Team nur physische Angreifer dabei. Da wären seine Bedroher ziemlich gefährlich geworden. Wir erhöhen hier einfach alle unsere Werte. Und gehen dann auf das Schlafpuder. Wir sind schneller, das Schlafpuder sollte treffen. Ja, das war mein Gedanke. Und dann werden wir einfach mit dem Orkan angreifen. Denn ich glaube, er hat nichts, was wirklich einen Orkan tanken will. Zur Info, beziehungsweise... habe ich es schon eben in dem Infovideo gesagt, vielleicht, vielleicht nicht, falls ihr es nicht gesehen habt oder ich es nicht gesagt habe, denn ich habe es noch nicht aufgenommen. Ich werde ab sofort, so wie Shady Penguin das auch macht, mit jedem Team... Er bleibt drin, ne? Okay, viel Schaden macht der Orkan. One-Hit! Okay. Ich werde mit jedem Team 3 Kämpfe machen. Denn ich finde, damit kann man die Stärke von dem Team am besten zeigen und ich muss dann nicht so oft neue Teams zusammenbasteln. Deswegen wird es mit jedem Team 3 Kämpfe geben, die werden immer an einem Tag aufgenommen, direkt am Stück nach Möglichkeit. Und ich denke, das ist eine ganz gute Möglichkeit, das zu machen. So, in was geht er jetzt rein? Das Gute ist, wir können wieder was einschläfern, denn was auch immer er als Sleepfodder benutzen wollte, ist tot. Ist quasi direkt rausgeflogen. Ich hoffe aber, das wird kein Sweep. So cool ein Sweep jetzt auch wäre, ich wünsche mir fast, es wird keiner, denn Sweeps hochzuladen ist nicht unbedingt das Spannendste. Und Aoyan, jemand gegen den ich auch noch spielen werde, vielleicht das nächste Match, schreibt gerade an alle, good luck an alle Herausforderer, Hashtag beat that Kuchenjäger.
Ich habe immer noch keinen Community-Namen. Wisst ihr, so wie, es gibt halt die Shady People oder so. Und ich dachte mir, ja, ich hätte auch keinen so Namen für meine Community. Ja, Paul hat seine Munchies, es wäre halt echt cool. So, aber wir sind einfach mal eklig und gehen wieder auf das Schlafpuder. Treffen wir natürlich dank unserer Fähigkeit Facettenauge. Und er hat, glaube ich, echt nichts, was er gegen mich sicher reinschicken kann. Er hat halt. Ich werde halt einfach komplett von Gesteins-Pokémon rausgenommen. Das ist halt im Grunde dasselbe Problem, das Fiaro hat. Beide meine Stabs sind nicht sehr effektiv gegen Gesteins- und oder auch Stahl-Pokémon. Stahl-Pokémon sind vielleicht noch besser. Nun weiß ich nicht genau, was für Gesteins- und Stahl-Pokémon hier unten rumlaufen, aber es dürften genug sein. Wir gehen auf Käfergebrumm ist sicherer. Denn Orkan kann, glaube ich, immer noch missen, auch wenn es eine geringere Chance ist. Hab dich geweckt und das wollte ich nicht. Der liegt ja eiskalt auf meinem Kopfkissen und genießt die Sonne. Das ist schlimm mit diesen Hunden. Na, was machst du? Na, überlegst du? Was über. Ich glaube nicht, dass. Obwohl, ich weiß nicht, was für. Ah, das ist nicht sehr effektiv. Fee-resistet Käfer. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wusstet, aber Fee-resistet tatsächlich Käfer. Wissen viele nicht, inklusive mir. Aber hey, man lernt ja nie aus. Aber der Orkan war ein Crit. Ich weiß nicht, ob der gemeddert hat, vor allem nicht über längere Zeit hin, denn ich habe immer noch den Fokus-Sash, er kann mich nicht one-hitten. Okay, er schickt Mufasa rein und ganz ehrlich, was habe ich. Woraus besteht mein Team sonst noch? Ich bin mir überlegen, ob ich einfach keinen Sweep machen soll, indem ich jetzt einfach aufhöre, auf Schlafpuder zu gehen, aber. Nee, warum nicht? Oh, er ist schneller, er ist gescarft. Wenn er jetzt den Burn kriegt, dann. Oh, nein, kriegt er nicht. War aber sonst kein schlechter Versuch von ihm. War sonst kein schlechter Versuch von ihm. Gehen wir wieder auf den Orkan. Ich meine, ich weiß nicht, wie er sein Everlug spielt. Wobei, hat Everlug nicht irgendwie eine Verteidigung von 230, aber dafür eine Spezialverteidigung von 5 oder so? Ich glaube ja, ich glaube, das war ziemlich schlecht speziell defensiv. Und er überlegt vermutlich immer noch, was er machen soll. Er kann eigentlich. Ich weiß nicht, ob sich rauswechseln lohnt. Ich weiß nicht, ob ich den Kampf tatsächlich hochladen werde oder ob ich den Kampf quasi als Bonus hochlade. Denn. Ich meine, so cool so ein Sweep auch wäre. Also ein bisschen cool wäre so ein Sweep. Quasi als der erste Kampf so zu zeigen, yo, ich bin back. Jetzt schickt der Ice Cube rein. Und jetzt ist die Frage, was kann Ice Cube? Er kann keinen Eisschad, ganz offensichtlich. Ich glaube, ich mache danach noch einen Kampf mit ihm. Also nicht jetzt sofort, aber dann nach den anderen beiden, weil das ist gerade schon so ein bisschen gemein. Den Orkan überlebst du nicht. Auch wenn du Sturdy hast, den Orkan überlebst du nicht. Vielleicht lade ich auch einfach direkt einen Zweikampf hoch an einem Tag. Also als Eröffnung zwei Kämpfe hochladen. Und er schreibt mir auch nur gerade dazu hieb. Ich werde ihm gleich schreiben, glaube ich, dass wir. Ich mache noch den Kampf gegen die anderen beiden. Und dann machen wir noch einen. Das erscheint mir einfach nur fair. Aber dann kann ich jetzt zu ruhigen Gewissens einfach auf ihn draufhauen. Tritt auf den einen, der am Boden liegt. Oh nein, tu das bitte nicht. Bitte greift keine Menschen an. Ich will nicht dafür verantwortlich sein. Aber er hat halt echt nichts, was gegen mich was machen kann. Er hat nichts, was mir resistet. Außer halt Granbull den Käfer gebrochen, aber. Ich probiere jetzt einfach mal, ob Elektro-Käfer-Attacken resistet.
Nein, aber er hat es tatsächlich überlebt. Das ist schon mal ein Anfang. Ja, habe ich sonst noch Sachen, worüber ich reden kann? Ich glaube nicht. Ich habe in letzter Zeit viel deutsche Poketuber geguckt. Kann ich sagen, ich habe mit dank der GPL, ich glaube, ich habe jedes GPL-Match gesehen, nicht aus der Sicht von beiden Spielern, für gewöhnlich aus der Sicht von dem Spieler, den ich lieber mag. So, und jetzt ist die Frage, wenn er den Angriff jetzt überlebt. Der Hund ist gerade in die Sonne gerobbt, in den Schatten meine ich. Er hätte einfach direkt in sein Erbis, heißt es denn Erbis oder heißt die Vorentwicklung Erbis? Er hätte direkt in das reinwechseln können. Du kannst ehrlich, ne? Wenn du ehrlich kannst, möchte ich nicht in Zwerfins reinwechseln. Wobei, ich glaube, ich habe die Lumberry auf Zwerfins. Dann hätte ich das sogar machen können. Seine letzten beiden Pokémon... Ne, das ist sogar sein letztes Pokémon. Dann können wir einfach auf Lumblitz gehen. Auch wenn wir den Toxic Boost jetzt noch nicht haben, aber was soll's. Ich dürfte trotzdem okayen Schaden machen. Ja, mit dem Toxic Boost wäre das ein One-Shot gewesen. Von Nova. Ich mag den Namen Nova sehr gerne. Jetzt ist natürlich die Frage, sag ich, ist es seine Schuld, dass er nicht sofort in das Ding, in den Kürbis gewechselt ist? Und macht deswegen keinen Kampf, aber ich glaube, ich mache trotzdem einen. Ja, komm, was soll's. Der Kampf war jetzt nicht so spannend. Dann lade ich einfach an einem Tag die beiden hoch hier. Und dann über die nächsten Tage halt die anderen beiden. Ja, versuche mich jetzt ein bisschen auszustollen, natürlich, aber... Das Toxin und die Egelsamen werden mich nicht rausnehmen. Und der Flammenwitz wird definitiv durchkommen. Ihr könnt natürlich versuchen, auf den Double Protect zu gehen. Denn das könnte mir sogar gefährlich werden. Wir haben ein bisschen Glück, wenn er Double Protect bekommt. Ich meine, er wird das Game nicht mehr gewinnen. Das wird er nicht, aber... Und ich sehe gerade, dass das... Videoaufnahme-Screen zu weit oben ist. Ich meine, das sieht zwar dem Rand da unten ganz schick aus, aber leider fehlt oben ein Stück vom Bildschirm. Das finde ich nicht so cool. Na los, was machst du? Versuchst du den Double Protect? Versuchst du das? Versuchst du es noch ein bisschen hinauszustollen? Ich wäre dir nicht böse. Und er kriegt den Double Protect. Eine Sache ist es zu versuchen. Es ist eine komplett andere Sache, das auch noch hinzubekommen. Aber ich glaube, wir überleben noch eine Runde Egelsamen. Zulehn ist bloß, dass sich jetzt durch die Überreste und die Egelsamen weiter hochheilt. Ein Flammenblitz killt trotzdem. Überleben wir noch ein Toxin? Komm, Nova, ich glaube. Wobei, er hat immer noch den Schattenstoß, ne? Er hat immer noch den Schattenstoß, mit dem wird er uns jetzt rausnehmen. Natürlich. Och, komm schon. Wenn das jetzt noch gewinnt, dreh ich durch. Aber nein. Nein, das werde ich nicht mehr gewinnen. Ich glaube, ich habe keinen Taunter im Team. Das wäre uns natürlich jetzt richtig fies. Was hast du für Attacken? Ja, komm, gehen wir in Galagladi. Für das ich noch keinen Spitznamen habe. Also, wenn ihr eine Idee für einen Spitznamen für Galagladi habt, dann raus damit. Und ja, wir gehen einfach auf den Abschlag. Wir könnten auch auf den Ice Heap gehen, aber ich will dem die Überreste wegnehmen. Und es hält mehr aus, als ich dachte. Ja, da kommt das Irrlicht. Das war klar. Du möchtest den Kampf echt noch hinausdollen, ne? Dann gibt's vielleicht keinen zweiten Kampf, wenn du meinst, doch so lange stollen zu müssen. Reicht der Ice Heap? Nein. Freeze, Freeze, Freeze. Das ist kein Freeze. Komm schon, warum tust du das? Okay, passt auf. Pass auf. Ich will jetzt nicht, dass er mich wieder mit Protect ausdollt. Deswegen. Ach, mir jetzt das einzig Schlaue. Wir wechseln in mein Zwerfinst. In Necron. Welcher übrigens? Kann man das sehen? Da, nee, falsche Hand. Da oben, ich glaube, meine Kamera ist gespiegelt, da oben, das ist Green Lantern Blackest Night.
Und da kommt Necron drinne vor. Necron ist ziemlich cool. Wir gehen hier auf den Schattenstoß. Und der dürfte ausreichen. Ja, danke. Gut, du musstest ja unbedingt stallen. Dann gibt es keinen zweiten Kampf für dich. Ah nee, wir tragen den Leben ab. Gut, dann würde ich sagen, war ein schönes Match für mich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Folgt mir auf Twitter, wenn ihr gegen mich spielen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschö.